der Rückweg treten wir jetzt über den Schinderhannes-Radweg an, der zurück nach Kastenlauen fährt. Und da haben wir jetzt heute Morgen lockere 14 Kilometer. Weniger als wir eigentlich gedacht hatten. Aber ist ja nicht schlimm. Der startet schon mal, also wir sind jetzt von unserem Hotel aus drauf gegangen. Und er startet jetzt schon mal wunderschön durch den Tunnel hier. Also, auf geht's! An dem Schild hier sieht man noch, dass man sich hier auf einer alten Bahntrasse befindet, die bis nach Emmelshausen runterführt. Und von Emmelshausen nach Boppard, da fährt noch die Hunsrückhöhenbahn. Ihr Fazit von den zwei Tagen? War alles gut. Ein bisschen warm, aber das war ja gewusst. Und anstrengender als gedacht. Und wie gesagt, wir sind gleich froh, wenn wir im Auto sind, wenn wir nachher daheim sind. Aber sonst top Tour. Also Schinderhannesfahrt ist auch zu empfehlen, ist sehr schön geführt. Nur halt bei dem Wetter sehr anstrengend. Bergschlösschen war super, Essen war super, Hotelzimmer war alles super. Und der Radweg ist auch gut. Der ist auch schön geführt. Also nicht nur für Radfahrer, sondern auch sogar für uns zwei. Oder Wanderer allgemein. Oder Wanderer allgemein. Schön wieder beim Auto zu sein, war heute anstrengend, wirklich anstrengend. Also nach dem müden Wein von gestern, ja. Wir sind jetzt auch froh, wenn wir gleich zu Hause sind. Genau. Dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video gehabt. Bis zum nächsten Mal. Euer Hunsbuckel Outdoor.